Meine Freunde, willkommen zurück zu Hearts of Iron 4. Ich bin's wieder, euer Steinwald. Nein, Spaß, Spaß beiseite. no front. Ich mag Steini. Ist ein sehr sympathischer Wall. Ich würde niemals auch nur in tiefsten und fernsten Gedanken daran denken, ihn zu imitieren. Und davon abgesehen haben wir überhaupt nichts gemein, außer dass wir Strategiespiele spielen. Absolut gar nichts. Null. Er hat ein ganz anderes Kanalkonzept. Außer also komplett anders. Das ist auch gut so. Tatsächlich, so kloppt man sich die Führer nicht weg. Aber ich glaube, es gibt sogar einige, die schauen beide an. Also ich weiß, es gibt ein paar, die schauen einen Stein und es gibt ein paar, die schauen die Krabbe. Gleichzeitig. Es gibt viele, die schauen einen Stein. Es gibt wenig, die schauen die Krabbe. Aber so ist es halt. Ne, der Stein ist seit 10 Jahren länger auf YouTube als die Krabbe. Alles richtig gemacht, der Stein. Herzlichen Glückwunsch. Kann man nur gratulieren. Und macht ja auch guten Content. Mir persönlich ja immer ein bisschen zu lang gezogen, zu Roleplay-lastig. Ich mag ja kein Roleplay. Ich finde es ja nicht so geil. Weiß nicht, dass ich scheiße finde. Gibt auch bestimmt mal eine Situation, wo ich das vielleicht machen würde. Aber generell ist es nicht so meins. Hör mal, Schätzelein. Keine nicht ertragen. So, wir sind übrigens bei 3%. Das ist auch gleich alles mobilisiert. Mobilisiert. Martin Schneider heißt da, glaube ich, ne? Freundchen, hör mal zu jetzt. Wir mobilisieren jetzt erstmal unsere Truppen. Ist ein guter, der Martin Schneider. Der ist richtig alt geworden. Er leckt mich am Arsch. Der hat damals bei Ein neues und besseres Deutschland mitgespielt. Nee, Schneewittchen und die sieben Zwerge. Die deutsche Version da, diese Comedy-Version hat er ja auch mitgespielt, ne? Ich dich jetzt nicht ganz täusche. Gott, Alter, wie lange ist denn das alles her schon wieder? Kannst du kein mehr. Ich sag mal ohne Witz. Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Wisst ihr das? Ich sag's euch. Wie scheiße langweilig ist denn eigentlich der Weg des Kaisers? Wie öde ist er denn? Da kannst du ja gar nichts machen. Gut, freie Wahlen, Demokratie, bisschen Bündnis hier, da, aber wie langweilig. Das ist ja mir nie so aufgefallen, aber das ist ja voll öde. Guck mal andere Länder an, guck mal Sowjetos an, Los Sowjetos. Gut, die haben jetzt die Hälfte vom Fokusbaum fehlt, ja, das kannst du jetzt wieder nicht mit reinnehmen, weil da ist ja die Hälfte weggefallen. Wenn du hier den linken Tree gehst, dann fällt dir das komplette rechte Eck weg, aber... Gibt es irgendein Land? Es hat noch Reworks bekommen. Türkei hat auch auf alle Fälle eine RW bekommen. Ich schau allein die Türkei, Alter, hat schon. Was die Türkei schon machen kann, weißt? Deutschland ist ja wie Italien. Bums, langweilig eigentlich. Und selbst wenn du historisch spielst, ja? Selbst wenn du historisch spielst als Deutschland, hier Rheinland und Anschluss und so, das ist ja auch bums, langweilig. Du hast eigentlich keine Abwechslung drin als Deutschland, okay? Du hast eigentlich keine Abwechslung drin. Oh, da kommt die Haselnuss wieder, ne? Nee, nicht Haselnuss. Die Wacht am Rhein. Der letztens schon angehört. Alte Kameraden. Jawohl. Ich weiß nicht, warum. Ich habe letztens voll den Tick gehabt. Ich habe dann auf YouTube habe ich mir lauter alte deutsche Marschlieder angehört. Das kannst du keinem erzählen. Wahrscheinlich kriege ich jetzt dann den nächsten Besuch vom BND oder vom Verfassungsschutz, ne, hat mir alte Marschlieder angehört. Bin ich jetzt wahrscheinlich auch ein Gefährder? Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Bin mir relativ sicher, dass ich schon lange auf Beobachtungslisten des deutschen Verfassungsschutzes stehe. Alleine, weil ich mal irgendwo ein Thumbnail mit Hitler drauf gemacht habe, das ist ja katastrophal. Da gehe ich bestimmt auf die Nase. Ich habe übrigens keine Ahnung, warum ich die ganze Zeit das Spiel pausiere, weil es passiert eh nichts. Wäre ich jetzt natürlich ein Dings-YouTuber, ne? So ein Roleplay-YouTuber, würde ich jetzt versuchen, irgendwas mit Roleplay zu finden. Ich habe es ja letztens schon mal imitiert. Ja, ihr wisst ja, wie es ausschauen könnte. Es ist doch 7. Februar 1939. Im Osten nichts Neues. Unsere Soldaten stehen an unserer Grenze zu Böllen und warten darauf, anzugreifen. Es ist 18 Uhr gewesen, jetzt ist schon 22 Uhr. Der Manfred,
Der hat versucht zu kochen. Der Jochen hat sich den Knochen gebrochen. Das war die News. Morgen hören wir uns wieder. Irgendwann mache ich das mal. Irgendwann mache ich mal so eine richtige Bullshit-Kampagne. So zum Spaß. Einfach mal eine komplette Folge. 30 Minuten lang, wo ich nichts weiter mache, als Blödsinn zu labern. Na gut. Das mache ich ja jetzt auch schon. Ich finde es auch lustig, dass ich eigentlich gesund bin. Also ich fühle mich nicht krank. Ich habe keine Halsschmerzen. Aber ich habe Husten. Weiß nicht woher. Also auch kein Husten. Es ist immer so ein bisschen schleimig. Eine schleimige Angelegenheit. So in etwa fühlt sich wahrscheinlich auch eine Schnecke. Eine Schnecke fühlt sich genauso. Und für die ist es genauso schleimig. So, der Vertrag von Thessaloniki. Der bulgarische Premierminister Nikolai Mushanov hat sich in der griechischen Hauptstadt mit Themistoklis Soufoulis getroffen. Komplett falsch ausgesprochen. Um über die Unterzeichnung eines Abkommens zu verhandeln, durch das die beiden Länder sich verpflichten, eine freundschaftliche Beziehung beizubehalten und die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen die Republik Bulgarien und Griechenland zu fördern. Das finde ich sehr löblich. Laut Nikolai Mushanov ist dies nur der erste Schritt eines Versuchs, die Beziehung zwischen die Republik Bulgarien und seine Nachbarn zu kitten. Eine Bemühung, die sich in naher Zukunft als äußerst fruchtbar erweisen könnte. Das sind fantastische Neuigkeiten. Wirklich. Die ersten 30 Male, wo ich das gelesen habe, fand ich das richtig faszinierend. Und jetzt immer noch. Und auch das 31. Mal ist super spannend. Ich finde es schön. Es rührt mich jedes Mal, wenn ich das lese, dass da wieder Frieden einkehrt auf dem Balkan. Ey, ist voll geil, du kannst voll gut im... Wenn ich kurz Wasser gemacht hätte, hätte ich wirklich geheult. Ja, man kann vieles imitieren. Frauen wissen, wovon ich rede. So, ansonsten, boah, das ist eine richtige... Das sind 7 Minuten... Das ist schon wieder 7 Minuten pure Comedy. 2 Leute haben schon wieder deabonniert, weil sie das nicht ertragen, wenn sie sich Herzfeind 4 anschauen. Und ein Typ weiß nicht, was er machen soll, weil er kann keine Kriege erklären. Ich bitte... Oh, 48? 48? 48? Woher das? 2% brauchen wir noch. Die Nationalisten haben jedenfalls gewonnen. Das heißt, meine Boys kommen zurück. Oh, die habe ich ja komplett vergessen. Erstmal seine Armee vergessen. Apropos Armee vergessen. Apropos Armee vergessen. Ich bin auch so blöd. Ich bin echt das Dümmste, was hier rumläuft, ne? Ohne Witz. Dass ich die mal trainieren lasse oder so, ne? So. 0,015 durch Pilotenübung, das ist so nutzlos, das ist einfach so ineffizient. Naja, gut, aber egal, besser als nichts. Und unsere Flotte, ich glaube übrigens das gleiche, machen wir erstmal kurz Merchy-Merch. Dann machen wir auch mal Merchy-Merch. Das ist aber 42 Schiffe, da brauchen wir mal ein paar. Übrigens, relativ guter Punkt. Was ich auch letztens gelesen habe, weil ich mich ja beschwert habe, dass die, oder nicht beschwert habe, ich habe es halt angemerkt. Ich habe es halt angemerkt, dass im Bürgerkrieg oder im Falle eines Bürgerkriegs die, die Junta einen massiven Boni bekommt. Das Ding ist, relativ gut bemerkt, das ist ja so, dass die, Junta den Krieg gewinnen muss. Stimme, was ist jetzt los? Muss mir nachher was zu trinken holen. Ich hätte jetzt fast eine Alkoholflasche geäxt, die nicht mal für mich ist, die ich nur verschenken werde zu einem Geburtstag. Das Ding ist, wenn die Junta den Krieg nicht gewinnt, hast du das Problem, dass ja quasi der rechte Weg gewählt wurde. Okay? Und du kannst hier erst weitermachen, quasi das Zeug, wenn du den Bürgerkrieg gewinnst. Das heißt, wenn jetzt die Nationalisten den Bürgerkrieg gewinnen, könnt ihr nichts mehr machen. Das heißt, du würdest effektiv Deutschland hardlocken. Mit hardlocken meine ich, es gibt keinen Weg raus. Es gibt ja eine Softlock, das heißt, es gäbe noch eine Möglichkeit, irgendwie das zu umgehen oder nochmal rauszukommen aus der Situation. Aber das wäre ein Hardlock. Das Ding wäre durch. Deutschland kann nichts mehr machen. Die können den Weg nicht runter, die können den Weg nicht runter. Und der Weg macht keinen Sinn einfach. Der ist Bullshit. Okay? Ja, und um das zu vermeiden,
quasi diese brutalen Boni der Junta in den Bürgerkrieg. Dass wirklich absolut nicht möglich ist, den Bürgerkrieg zu verlieren für die Junta. Auf der einen Seite völlig verständlich. Auf der anderen Seite... Na, ist schon ein bisschen traurig eigentlich. Was? 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 Was soll das? Wir spielen Hearts of Iron 4, meine Damen und Herren. Es ist Vanilla. Ich habe keine Mods installiert. Ja. Das Königreich Böhmen. Woher? Woher kommt das Königreich Böhmen? Die haben nicht mal einen Fokusbaum. Warte, wollt ihr mich jetzt gerade verarschen? Die Teilung Polens? Leuchtturm für die Freiheit, Demokrat. Hä, woher? Unsere eigene. Aha. Annäherung, Bulgarien auflösen. Da bin ich jetzt dumm? Eins von elf. Das ist alles Böhmen. 3, 6, 9, 10, 11. Okay. Aber da steht überhaupt nichts davon, dass sich Böhmen unabhängig macht. Ist das ein Bürgerkrieg? Ist das ein tschechoslowakischer Bürgerkrieg? Das könnte vielleicht sein. Das wäre das Einzige, wo ich mir jetzt vielleicht vorstellen könnte, dass es ein Bürgerkrieg ist. Und dass im Falle eines Bürgerkriegs die als Königreich Böhmen hier hergammeln. Wir kommen auch nicht auf 50%, ne? Das sieht mir übrigens hart auf den Sack. Jetzt kommt die Haselnuss. Ich mag das Lied aber nicht. Oh, Lilli Marlene. Ah. Meine Ölvorräte wurden endlich garantiert. Warte mal ganz kurz. Ah, okay. Jetzt hätte ich mir aber richtig aufge... Nee, warte mal. Ah, geil! Die haben mich über den Tisch gezogen. Ich wurde von Russen über den Tisch gezogen. Die haben mich gefickt. Die haben mich richtig gefickt, die Russen. LOL. Haben die mich verarscht? Alter. Die haben gesagt, wir kriegen das Öl. Was machen die Russen? Geben das einfach denen? Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Da muss ich mir gleich Polen holen zum Abreagieren. 165 Tage. Lass mich doch mal bitte irgendwann irgendwas machen. Das ist ja bums langweilig hier jetzt, echt. Der zweite russische Bürgerkrieg ist beendet. Schiebt euch einen scheiß Bürgerkrieg, weiß Gott wohin. Da, wo die Sonne nie scheint oder so. Keine Ahnung, ich bin gerade richtig angepisst. Ich glaube, ihr kriegt das gar nicht mit, oder? Gerade richtig sauer, echt. So, wir machen keine Fernmeldung. Wir machen Logistik-Company rein. Wir machen Feldlazarett rein. Wird relativ teuer, weil uns jetzt tonnenweise Ausrüstung fehlen wird. Ja, das dachte ich mir. Och nö, was ist denn das jetzt? Warum haben denn die gleiche Farbe? Wer macht denn sowas? Ernst gemeinte Frage, wer macht denn sowas? Blub, blub. Jetzt habe ich keinen Gummi. Ich wollte eigentlich auch, das war eigentlich mein Ziel schon vor 20 Jahren, wollte eigentlich die Niederlande unterwerfen. Das Ding ist nur, ich habe jetzt absolut die Befürchtung, dass im Falle eines Krieges, wenn ich jetzt zum Beispiel mich dazu entscheiden sollte, kurzfristig die Niederlande zu unterwerfen, dass wir da ein bisschen Probleme bekommen könnten. Was ist denn das eigentlich? Trainiert ihr auch irgendwas oder seid ihr einfach nur nutzlos? Weil jetzt mal ohne Witz. 8 Marineerfahrung dafür, dass sie seit einem Monat trainieren, das ist schon echt schlecht. Okay. Ja, gehen wir irgendwo mit hin, genau.
Hast du hier einen Job eigentlich oder bist du einfach nur nutzlos? Er hat schon einen Job. Warum genau... What the fuck? Hä, was zum Fick geht hier ab? Hä? Hä, was? Ey, ich check gerade überhaupt nichts mehr. Ey, ich check gerade wirklich nichts mehr. Mittelmeerraum. Lord, das sind die Polen gewesen. Ey, ich verreck. Das waren die Polen? Mit Böhmenverein? Das war einfach Polen, das ne... Die Polen haben einfach Böhmen gegründet. Und als ob das nicht genug wäre. Alter. Also jetzt mal nur Front, wir sind zwar jetzt ein bisschen am Arsch hier tatsächlich. Weil das Problem ist, dass die natürlich hier nicht so schwach jetzt sind. Hä, wusstet ihr das? Ich meine, ich müsste eigentlich wissen. Eigentlich müsste ich es wissen. Aber ich wusste es nicht. Nee. Bullshit, Alter. Gut, das mit den Dingern, es sollte relativ schnell wieder aufgefüllt sein. Es fehlt uns ein Chrom, aber das ist mir egal. Wir haben immerhin das einzig Gute ist, wir haben ja immer ein paar Fabriken. Eine ganz gute Wirtschaft haben wir ja, das ist ja ganz in Ordnung. Aber mit dem Mangel an Truppen weiß ich noch nicht so richtig. Was fehlt hier jetzt? Woran fehlt es hier? Zusatzausrüstung und Opel. Ja, Opel ist immer ein bisschen Krise, so ein bisschen Mangelware, die Dinger. Livland, Estland ist der Großass... okay. Was ist denn da los? Ach so. Ah, die Russen, aha. Der ukrainische Unabhängigkeitskrieg. Ja, ich bin ja nicht so der Optimist und so, ne? Ja, so der Realist. Ich glaube nicht, dass die Chancen für die Ukraine so gut stehen. Ich finde es interessant, dass tatsächlich die Japaner, die eigentlich eher am Arsch sind, sich jetzt überall einmischen. Kirgisistan hat kapituliert. Wir haben schon Kriegswirtschaft, ne? Armeemoral. Dann hätten wir Angriff, Luftlandung, Verteidigung, Mobilität. Wir hauen uns den Umgruppierer rein. Kann man ganz klar sagen. Und gut, ballert uns natürlich hier schön die BM runter. Aber kein Problem. So. Weitere Truppen. Noch mehr Panzer auch noch. Ich grüße euch. Sehr schön, sehr schön. Immer her damit euch. So. Ja, was kannst du jetzt noch machen? Unterstützung für die Finnen. Mexikanische Sowjetrepublik hat... Warum habe ich jetzt das Memmeland bekommen? Ich habe es nicht mal gefordert. Achso, das Baltikum sichern. Achso, okay. Danzig gegen Garantien. Deutschland bietet eine Garantie gegen Territorium. Ja, macht auch total Sinn natürlich. Also jetzt die Mexikaner sind jetzt hier übrigens die Kriegstreiber aktuell. Mal wieder. Vor allem ist es immer interessant, weil die Amerikaner eigentlich immer alles garantieren. Aber in dem Fall garantieren sie wieder nichts, weißt? Okay. Also machen wir das jetzt so. So, jetzt können wir es nämlich erzwingen, dass die Jungs ausgewählt werden. Also sind eigentlich alle schon Stufe 3. Wenn es natürlich danach auch noch ganz fachgerecht unsere Flugzeuge zuteilen. Und da hoffe ich eigentlich nur noch aufs Beste, weil ich bin mir jetzt echt nicht sicher, ob das klappt. Tatsächlich. Das ist ein ganz schlechtes Gefühl bei der ganzen Nummer. Hm.
machen wir mal das. Jetzt los. Okay. So, Logistik 2. Wäre es auch dann direkt mit. Das ist noch alles Future. Und auch gleich nochmal weiter. Es fehlten da noch Gummi schon wieder. Aber wir sehen, der Klassiker, das ist immer ziemlich schnell voll. Dann holen wir hier wieder mehr Infanteriewaffen rein. Wollen natürlich auch das hier mit brauchen. Ja, das ist eine Krumm, da hätte ich jetzt hier keinen Weltuntergang machen. Es ist nur die Frage, normalerweise, wenn ich jetzt hier natürlich Justify gegen Polen. Apropos Justify gegen Polen, ich habe gerade ein ganz anderes Problem. Nämlich, dass wir kein Öl mehr haben gleich. Was für britisch-italienisches Bündnis, Alter. Ja, aber mich jetzt gerade alle verarschen irgendwie. Also, schau mal, was es hier für Bündnisse gibt. Tschechische Ente, Balkan-Konföderation, Alliierte. Dann gibt es hier Großostasiatische Wohlstandssphäre, Vereinte Chinesische Front. Sieht noch, dass die Amis hier irgendeinen Scheiß selber abziehen. Was ist mit Frankreich eigentlich? Und was ist mit... Die Briten sind Faschisten. Die Briten sind... Warum löst sich das Commonwealth nicht auf? With India. Ah, immerhin. Okay. Immerhin. Also die machen schon mal langsam sicher den richtigen Weg. Aber mal, dass sich das Commonwealth dann auflöst, weil die gehen mir richtig auf den Sack. Mit dem ganzen Blödsinn hier. So, schwere Jäger, dann Luftnahunterstützung. Dauert alles 100 Jahre, bis wir das alles nutzen können. Ob das so klug ist, da oben zu bauen, weiß ich tatsächlich gerade nicht mal. Wir haben 0 für Konsumgüter? Wiederaufbau der Nation. Aha. Neuseeland hat sich schon unabhängig erklärt, das finde ich schon mal sehr nice. Dieses hässliche Commonwealth, jawohl, jetzt hat endlich weg mit den Briten, Australien noch, Südafrika bitte noch. Und dann können die da gucken, was sie mit den italienischen Staubsaugern machen. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir diese Folge schon Krieg führen können, aber... Ich habe übrigens kein Öl mehr. Wir müssen jetzt kurz Folgendes machen. Da, 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 da. Da, 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 da. Was ist denn das hier? Jagdgeschwader. Sieht mir nicht so aus, ob das ein Jagdgeschwader ist. Transporter, Küstenfliegergruppe. Ich will ja nichts sagen, aber es ist hier nicht euer Auftrag, da zu sein. Wir haben aktuellen Zugewinn von 336 und einen Verbrauch von 1200. Australien ist auch unabhängig geworden. Also ich finde es ein bisschen scheiße gerade tatsächlich. Dass ich kein Öl habe. Das Ding zu bauen bringt mir auch nichts, weil wir haben kein Öl. Amerika. Ich habe gehört, wir sind Freunde. 3100 zugewinnen. Jawohl, Krieg. Krieg gegen Polen. Das Problem ist, sie sind bummstark, Alter. Kanada ist auch unabhängig, sehr gut. Die sind echt enorm stark. Also mein tiefsten Respekt da an Polen, Böhmen. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein relativ kurzes Projekt wird. Sofern ich das jetzt natürlich dann verscheißen sollte. Was sehr unangenehm wäre. Ah, hier aber auch schön, Livland. Das Königreich Livland. Besitzer, Donnerkreuz, Lettland. Auch interessante Namen, wir spielen auf Deutsch. Ukraine ruht in Frieden. Was haben wir denn eigentlich? Wissen wir was? Naja, um die 800.000 Mann. 1,1 Millionen. Auf alle Fälle deutlich mehr Mann im Feld, als es bei uns der Fall ist. Das ist das Problem. Wir haben jetzt einen Kriegsgrund. Das heißt, wir könnten eigentlich problemlos jetzt Krieg erklären. Das mit dem Gummi ist schon immer ein bisschen Krise. Hä, ich hab doch... Auch mehr Gummi.
Gummigeier. Ja, weitere Truppen spawnen. Wie lange haben wir Zeit? Es ist November. Manpower ist bei 750.000. Wir schauen mal ganz kurz in unsere Division rein. Gucken wir vielleicht sogar nochmal eine zweite Ardi. Dann Unterstützung, Kavallerie, Aufklärung ist ja auch nicht so schlecht eigentlich. Mein Motorisierte wäre natürlich nochmal deutlich besser. Das würde zumindest die Initiative erhöhen. Ich speichere das jetzt trotzdem erstmal auf 24. Ich werde schon sehen, was mir das jetzt bringt. Dachte ich mir. Katastroph. Ich weiß nicht, was ich hier gerade gemacht habe. So, euch instant deployen, euch instant deployen wir nochmal. Quasi alles instant deployen, was wir instant deployen können. Jetzt haben wir eine Gesamtmanpower von 862.000 Mann. Okay, so. Feldlazarett 2 haben wir auch. Und dann machen wir direkt weiter mit Bauwesen 3. Ich bin raus für heute. Nächste Folge geht's los gegen Königreich Polen, Böhmen. Es kann sein, dass das Projekt dann auch direkt beendet ist. Macht's gut. Tschüss.